Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal von Habit TV. Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich mein ganzes Filmequipment ausgebreitet. Ich habe schon meinen ersten Teil gemacht, den verlinke ich unten. Das erste, was mir aufgefallen ist, es ist erstaunlich, wie viel dazugekommen ist. Also meine erste Kamera, die habe ich mit 13, 12 bekommen. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Und das ist das Ergebnis jahrelangen Kaufens, Hobby ausleben. Ich filme und schneide ja schon immer. Ich komme aus dem Snowboard-Bereich, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Was ich damit sagen will, lasst euch jetzt nicht hier irgendwie blenden. Boah, das ist so viel und das erreiche ich nie. Das sind 20 Jahre sammeln und kaufen und es kommt immer wieder was dazu. Ihr könnt immer anfangen, auch mit einer GoPro mache ich sowieso super viel. Das sieht man ja hier. Also es braucht nicht dieses komplette Equipment, um Videos zu machen. Ihr könnt mir auch gerne auf Insta schreiben, wenn ihr Fragen habt, welche Kamera ihr euch kaufen sollt, welches Schnittprogramm ihr verwenden sollt. Also ich helfe da wirklich immer gern. Aber okay, ich probiere es wieder im One-Take zu machen und einfach so grob zu erklären, was ich benutze, welche Kamera ich für was benutze. Und ich würde sagen, wir fangen einfach in dieser Ecke an. Wir haben hier die Panasonic HVX. Absolut legendäre Kamera im Snowboard- und Skate-Business. Die hat eine Speicherkarte, diese riesen P2-Karten, aber man kann auch auf Mini-TV filmen. Benutze ich immer noch, hat einen coolen Look, filmt Full HD, ist eine geile Kamera, kann ich wirklich nur empfehlen. Ist mittlerweile schwer zu kriegen, vor allem das Century Fisheye ist mittlerweile unbezahlbar geworden. Aber ich bin total froh, dass ich die in meiner Sammlung habe und ja, super dankbar, mit so einer Kamera arbeiten zu können. Dann haben wir hier die erste Habit Full HD Kamera. Die haben wir auch vor 15 Jahren gekauft. Lebt immer noch, wird sogar ab und zu immer noch benutzt. Mit diesem Fischei hier, hoppla, mit diesem Fischei hier. Hat einen coolen Look, Full HD, wird nie alt, wird nicht weggeworfen, wird immer noch benutzt. Dann haben wir hier die neueste Kamera. Fette Grüße gehen raus an Raccoon FPV. Ich verlinke euch den Kanal unten, müsst ihr unbedingt abonnieren, macht coole Videos, wird in Zukunft mehr kommen, abonniert alle in Flori seinen Kanal, damit er mal ein bisschen mehr macht. So, dann haben wir hier auch eine relativ neue, die GoPro 11, absolut geil, neuer Sensor drin. Ja, hier die Sprünge, ich habe angefangen mit der GoPro 1, also kann man sich gar nicht mehr ausdenken, das ist die erste GoPro, dann ging es weiter zur Hero 3, dann großer Step zur Hero 7 und dann zur 11er. GoPro zum Beispiel eine Kamera, mit der man immer was machen kann. Zeitrafferfunktion. Also eine GoPro reicht schon mittlerweile, um einfach geile Bilder zu machen. Man braucht nicht immer hier die riesen Kameras, um ein cooles Video zu machen. Es kommt auch auf Kreativität an, wie setzt man die Cam ein, welches Einsatzgebiet. Also lasst euch da nicht immer von der großen Kamera blenden. Heutzutage ist viel Technik, auch in den kleinen GoPros. Und man kann super Videos machen, auch mit kleinen Kameras. Dann hier meine Lieblingskamera, die Sony Alpha 6300. So meine erste, ja, Systemkamera. Und ich arbeite mit der so gern. Geile Fotos, geile Timelapse. Gibt es eine Timelapse-App, kann man sich draufziehen. 4K-Videos, also ist klein, aber absolutes Arbeitsbiest. Geile Kamera. Die Insta 360, auch eine geile Cam, so für Musikvideos, um ein bisschen Pep reinzubringen mit den 360 Aufnahmen. Das Programm ist leider ein bisschen nervig von der zu bedienen, um das einzustellen. Bin ich noch nicht ganz so dahinter gestiegen, aber ist eine geile Cam, ist von uns aus der Arbeit, kann ich benutzen, ist ziemlich geil. Auch nochmal fettes Dank geht raus an meinem Chef, dass ich mir das ab und zu mal leihen darf. Geil. So. Dann haben wir hier, ganz wichtig für jeden Pro, ein Cable Pouch mit allen Kabeln. Selbsterklärend, also da ist wirklich alles drin. USB-Stick, Cable Tires, Adapter, ein Ethernet, also wirklich alles. Nervt ja, wenn man irgendwo unterwegs ist und das Kabel fehlt. Sollte man vermeiden, deshalb haben wir hier das Cable Pouch. So, dann hier die Akku-Ecke, ja, selbsterklärend. Verschiedenste Akkus für die verschiedensten Kameras. Glaube ich, muss ich jetzt nicht weiter erklären. Dann hier mein hochgeliebtes MacBook. Ja, das ist auch immer dabei, um die Aufnahmen gleich zu sichten, gleich anzuschauen, was man da gefilmt hat. Also so ein Bildschirm quasi. Wir haben hier natürlich noch den newer Kamerabildschirm, mit dem man sofort einfach ein größeres Bild hat. Aber die letztendliche Kontrolle muss schon
an dem vernünftigen Gerät erfolgen. Dann haben wir hier die Objektive. Das ist für die Blackmagic ein ganz normales Canon-Objektiv. Dann haben wir hier ein Makro-Objektiv für die Blackmagic, dann hier eben für die Panasonic und hier, das ist noch das Überbleibsel, das erste Fischei von unserer allerersten JVC-Kamera. Wenn ich ein Bild finde, blende ich es kurz ein. Und das ist natürlich das, wo ist es? Ach, hoppla. Das ist ein Fischei, oder? Damit haben wir die ersten Snowboard-Aufnahmen gefilmt. Hier zwei Griffe, auch ganz interessant, hier habe ich mir zum Skaten eine Handyhalterung hingebaut, dann kann man quasi parallel mit der GoPro Querformat und mit dem Handy Hochformat filmen. Ziemlich geil, kann ich nur empfehlen, so ein Handstand ist einfach eine gute Sache. So, dann geht's weiter, ich mache es halt ein bisschen kurzer. Hier die alte Phantom 4 Pro, hat ausgedient. Ja, mir fehlt eh ein Akku, mir sind alle Akkus kaputt gegangen, ich habe es jetzt trotzdem mal hingestellt, aber die wird eigentlich nicht mehr benutzt und wir haben ja hier dann auch die Mavic. Die Mavic Pro wird auch nicht mehr benutzt. Hier haben wir die Mavic Air 2, besserer Sensor, kleiner, mehr Leistung, besseres Bild. Also man sieht es ja schon, man nimmt lieber die kleine mit, die auch die bessere Auflösung hat, als die großen, die sind alt, haben ausgedient. Kann man immer noch tolle Ergebnisse erzielen, aber DJI entwickelt sich ja stetig weiter, bringt immer neue Drohnen raus, auch die Mini, super Gerät. Für wenig Geld kriegt man da viel Leistung und die Air benutze ich definitiv am meisten. So, dann haben wir hier noch ein Rode Mikrofon, selbsterklärend. Einfach ein Mikrofon, eine Powerbank, muss immer dabei sein, immer. Und zu guter Letzt haben wir noch das Gimbal. Ja, das benutze ich tatsächlich relativ wenig. Ich komme nicht so gut zurecht mit dem, das ist ein Fiotech. Das DJI Ronin ist ja eigentlich so der Standard, aber das ist teuer. Weiß ich nicht, ob ich mir das noch hole. Ab und zu hole ich es noch raus, also ja, müsste ich mal mehr damit arbeiten. Und hier haben wir noch zusätzliche Add-ons, Verlängerungen, Stative, ein kleines Stativ fürs Gimbal, den One-Stand. Genau, einfach mal so ein kurzes Update zum Equipment und wie gesagt, zum Schluss möchte ich nochmal einfach klarstellen, das ist eine Sammlung, die ging jetzt über 2 Jahrzehnte. Das kommt nicht von einem auf den anderen Tag. Hey, lebt eure Träume, das Leben ist zu kurz. Fangt mit einer an, arbeitet euch hoch. Kein Meister wurde an einem Tag erschaffen. Das alles ist harte Arbeit im Leben. Es ist Fleiß. Es ist nicht eine Kamera kaufen und sofort Top-Ergebnisse erzielen. Das ist es nicht. Es ist wirklich Stunden, 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 Stunden arbeiten. Heute wird es einem leicht gemacht. YouTube-Tutorials, man kann so viel nachlesen. Man kann sich so viel informieren. Es gibt einfach keine Ausreden mehr. Rausgehen, filmen, coole Sachen machen. Tobt euch kreativ aus. Wie gesagt, das Leben ist zu kurz. Lebt eure Träume. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Euer Adrian, Habit TV. Let's fucking go!